Ihr erinnert euch an das letzte Mal ein Generalthema, das wir auf zwei Abende verteilt haben. Angst und Furcht haben wir es genannt. Und das letzte Mal haben wir begonnen, das Phänomen ein bisschen zu verstehen, unsere Nähe dazu verschaffen und Angst mal definiert als eine Herausforderung oder als eine Reaktion in einer bestimmten Gefahrensituation. Wobei mal Gefahr als das objektiv vorhandene bezeichnen kann und Furcht die subjektive Reaktion darauf. Dann haben wir uns gefragt, ja, vor was kann man denn Angst haben? Da ist uns eine ganze Menge, glaube ich, eingefallen. Zunächst mal kann man Angst vor anderen Wesen haben. Das könnte der geliebte Mitmensch sein. Das könnten Tiere sein. Und für manche Menschen können es auch jenseitige Wesen sein. Dann ist uns eingefallen, dass ein Gefährdungspotenzial die sogenannten Naturkräfte sind. Feuer, Wasser, alles etwas, was wir großen Schaden anrichten kann. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von subtileren Dingen. Eines davon waren Vorwürfe, die man sich selbst machen kann. Wir nennen das dann Gewissensbisse von innen heraus oder Vorwürfe von außen, also soziale Kontrolle, die uns da ein bisschen vor Augen steht. Und das Wesentlichste oder mit das Wesentliche waren existenzielle Ängste, also Ängste vor existenziellen Grundtatsachen. Sprich Alter, Krankheit, Tod. Was kommt da auf uns zu oder was steht schon in der Haustür? Und last not least, vielleicht ein bisschen überraschend, es gibt auch Angsterfahrungen in der Meditation, wenn man Dinge erlebt, mit denen man nicht vertraut ist, auf die man nicht gefasst ist, die plötzlich auftauchen und plötzlich steigen die Nackenhaare hoch, so ungefähr. Also damit haben wir uns näher befasst und haben dann abschließend noch ein paar Äußerungsformen von Angst kennengelernt, wie sich Furcht und Angst körperlich manifestiert, wie sich das zeigt. Und wenn man das ein bisschen durchdenkt, kommt man heute natürlich auf die Frage, was sind denn die Ursachen von Angst? Wo kommt es denn her, dass das Phänomen da ist? Ich glaube, das kann jeder von uns bestätigen, aus dem eigenen Erleben heraus. Aber wenn wir uns fragen, wo kommt es denn her? Warum haben wir denn diese Emotionen? Ist die Frage oder ist die Antwort entweder eher so vordergründig oder man hat keine Antwort? So eine alltagsnahe Antwort ist natürlich, man kann doch Angst haben, weil viele schlimme Dinge passieren können. Weil das Leben voller Gefährdungen ist. Weil wir an tausend Stellen verletzlich sind. Aber das ist mir zu vordergründig. Ja? Man muss ein bisschen mehr in die Tiefe gucken, strukturell unsere Existenz anschauen. Was sind denn die Gründe für diese Emotionen, die nicht so offensichtlich sind? Und das will ich heute ein bisschen systematischer mal aufarbeiten. Das Erste, was mir eingefallen ist, und das Stichwort kennt man im buddhistischen Zusammenhang ganz gut, ist nämlich die Vergänglichkeit. Würden nämlich alle Dinge so bleiben, wie sie sind, würden gar keine angsterzeugenden neuen Ereignisse auftauchen könnten, würde alles so bleiben, immer, dann hätten wir keine Angst, dass uns der Partner davonläuft, ne? Oder dass die Wohnung gekündigt wird, oder der Job verloren geht, oder das schöne Wetter wieder aufhört. Ja? Aber da wir wissen, die Dinge verändern sich, ist mit dieser Wandelbarkeit schon diese Emotion sozusagen angelegt. Jetzt kommt das Aber. Aber Vergänglichkeit nur unter welchen Bedingungen? Vergänglichkeit alleine ist ja nicht schlimm. Ja, wenn Kopfweh vergeht, ist ja nicht wirklich ein Drama. Wann wird denn Vergänglichkeit zum Problem? Wann wird es denn angsterzeugend? Dann, wenn wir Wünsche haben. Wenn wir etwas wollen. Wenn wir etwas angenehm, schön, liebenswert empfinden. Aber wissen, das hört auf. Wenn wir an etwas Freude haben, sei es Menschen, sei es Situation. Und uns fällt ein, es bleibt ja nicht so. Weil wir von tausend Objekten abhängig sind durch unsere Wunschbeziehungen, haben wir auch tausend Problembereiche, denn wo da Wandelbarkeit auftauchen
wird, und das kommt früher oder später, nehmen wir das in unserem Geist vorweg, indem wir Angst haben. Oh, hoffentlich passiert das nicht, oder wenn es passiert, bitte nicht so schnell. Und da gibt es ein besonderes Objekt, ja, an dem wir besonders hängen. Das sind wir selbst, ja, das sogenannte Ich. Und es zeigt, dass Angst nicht nur da entsteht, wo die Dinge des Mein gefährdet sind, sondern umso mehr da entsteht, wo das Ego selbst gefährdet ist. Denn das sagt uns unser gesunder oder kranker Menschenverstand schon. Dieser Körper da, so schön er ist, guckt ihn euch an. Ja? Der vergeht, der bleibt nicht so. Der wird durch Alter, durch Krankheit und Tod schwindet der. Und bei meinem Geist, bei unserem Geist ist es genauso. Der bleibt auch nicht so fit, wie er ist, wenn es denn überhaupt ist. Also das Hängen am Ich ist eine besondere Art von Grund, dass Angst und Furcht erscheint. Ist das bei Menschen nicht so überraschend, weil ein normaler Mensch irgendwann mal mitkriegt, dass man nicht ewig lebt. Aber der Buddha berichtet ja von den sogenannten Devas, also von den übermenschlichen Wesen, von den sogenannten Gottheiten, die von sich glauben, weil die Menschen sterben, aber wir leben ewig. Und für die, sagt der Wacht, ist ein besonderer Schock, wenn die hören, Leute, nee, auch ihr werdet irgendwann mal wieder weiter wandern, und ob das nach unten geht, steht nur nicht so richtig fest. Ja. Zitiert er den Buddha mal. Jene Götter, die langlebigen, herrlich schönen, die in ihrer Glückesfülle seit undenklichen Zeiten in himmlischen Palästen wohnen, diese überkommt gewöhnlich Furcht, Erschütterung und Beben, wenn sie die Lehrverkündigung des Vollendeten hören. Ach, klagen sie, die wir vergänglich sind, wir dünken uns unvergänglich. Die wir dauerlos sind, wir dünken uns beständig. Die wir wandelbar sind, wir dünken uns ewig. Vergänglich sind wir also, dauerlos, wandelbar, in den Ich-Bildungen einbegriffen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das sind die Götter. Ja, gibt es vielleicht so und so nicht, was hat das mit uns zu tun? Aber in einem gewissen Sinne sind wir sowas von Empfinden her, sowas wie Götter. Alle sterben drumherum, ja? Nur wir nicht. Das ist doch eine verrückte Idee, eine verrückte Sache, die dahinter steckt. Und das überzeugt unser Unbewusstes schon ein Stück weit. Ich bin ja noch nie gestorben, also wird es das wahrscheinlich auch nicht geben. Und das ist der Punkt, wenn man irgendwann das mal mitkriegt. Auch du bist einer, der in dieser Reihe steht. Ja? Dann macht das auftauchen, worüber wir heute Abend intensiver reden. Und diese Frage nach den Ursachen von Angst und Furcht kann man jetzt noch ein bisschen mehr abstrakter, psychologischer definieren. Ich habe sie mir anschaulich gemacht. Und wenn der Buddha in die tieferen Ebenen der Betrachtung geht, dann nennt er drei Stichworte, die er auch kennt, die wir alle kennen. Gier, Hass und Verblendung. Das sind nämlich die drei Grundkräfte, die uns Menschen ausmachen, die alle Wesen ausmachen. Da, wo Zuneigung ist und Abneigung, da ist immer ein unklarer Blick. Und wo ein vernebelter Blick ist, ist immer auch angezogen sein und abgestoßen sein von den Dingen. Und wo diese drei Kräfte herrschen, da hat man Angst davor, dass die Dinge anders sind. Gier ist ja der Ausdruck, der tiefste Ausdruck von haben wollen, von sein wollen, von etwas erleben wollen. Und das ist wieder geschildert an einem der Devas, in dem gesagt wird, Sakka, der Fürst der Götter, ist nicht frei von Begierde, nicht frei von Hass, nicht frei von Betörung. Und deshalb ist er furchtsam, zittrig, ängstlich und feige. Also da ist auf der psychologischen Ebene gesagt, was die Bedingungen sind, dass immer wieder Angst und Furcht auftauchen. Nämlich, dass auf einer tieferen Ebene diese drei Grundgifte, Geistesgifte wird es manchmal genannt, vorhanden sind. Solange die nicht weg sind, kann man sich auf den Kopf stellen, wird dieses Phänomen des Sich-Fürchtens auch nicht zu beseitigen sein. Jetzt kommt es aber, wenn man sich mal sozusagen empirisch umschaut, wird man sehen, nein, ich sage es nochmal anders, nehmt den Satz weg, fang nochmal an.
Die Quintessenz dessen, was ich gesagt habe, ist die, dass Angst und Furcht kein absolutes Phänomen ist, sondern es ist abhängig von bestimmten Bedingungen. Sind die Bedingungen da, ist Angst und Furcht da, sind die Bedingungen nicht da, fällt das Ganze weg. Und das sieht man empirisch, jetzt bin ich bei meinem ersten Satz wieder, dass es ja immer wieder Menschen gibt, die in Gefahrensituationen, also in Situationen, wo es wirklich brenzlig wird, keinerlei Angst und Furcht haben, während andere schon bei geringen Anlässen sich sozusagen in die Hose machen. Dieser Sache will ich nochmal nachgehen. Da gibt es eine berühmte Episode, ein berühmtes Beispiel von einem Mönch, der heißt Adimutto. Und der war mit einer Gruppe von Mönchen unterwegs und die wurden überfallen von Räubern, Gangstern, Mördern, was auch immer. Und dieser Adimutto wurde jetzt dem Räuberhauptmann vorgeführt. Und der Räuberhauptmann hatte schon vorher eine Reihe aus dieser Reisegruppe abmurksen lassen. Die lagen dann schon da. Aber dieser Adimutto zeigte nur überhaupt keine Angst, gar keine Regung. Irgendwie war der da unbeteiligt. Und da fragt er jetzt, dieser Räubermensch da, um ihre Opfer und ihr Geld an den zuerst Erschlagenen war nichts als nur Angst darum, ein Zittern und ein Lamentieren. Bei dir da merkt man keine Angst. Du strahlst sogar noch Ruhe aus. Warum beklagst du denn nicht wie die anderen dich in dieser äußersten Gefahr? Also das muss man sich klar machen. Da liegen welche, die sind schon ermordet und einer steht dabei und bleibt innerlich ganz ausgeglichen, ganz, ganz ruhig. Und da antwortet der, es gibt kein inneres Leiden, Mann mehr, Hauptmann, für den, der nichts mehr will. Über die Angst ist ganz hinaus, wer von Verstrickung wirklich frei. Wer abtat, was zum Dasein führt, wer hier schon in der Wahrheit lebt, für den gibt's keine Angst vorm Tod, es ist nur das Ablegen einer Last. Brahmischen Wandeln führt ich ganz. Vollendet ist der Übungsweg, ich habe keine Angst vorm Tod, er endet die Gebrechen nur. Also da sieht man die Begründung, warum er keine Angst hat. Auf Deutsch gesagt, mir macht das alles nichts aus, weil ich keine innere Vernestlung mehr mit dieser Welt habe. Ich habe da nichts, was ich begehre, was ich brauche, was ich haben will. Nicht mal dieser eigene Körper da, habe ich gar kein großes Interesse, gar kein Interesse mehr. Ja, sondern wenn du mich jetzt umbringst, bin ich eine Last losgeworden. Und das ist natürlich eine Sichtweise, die der normale Kopf nicht fassen kann. Ja, weil wir doch mit 1000 Fasern an der Welt hängen und an uns hängen. Allerdings, wenn ihr genau zugehört habt, nicht, ist da auch gesagt, ich habe diesen Übungsweg vollendet, ich bin am Ende angekommen. Nicht, dass sie jetzt die Prüfung an euch vollziehen und sagen, ich bin ja schon seit 7 Monaten jetzt Buddhist und fürchte mich immer noch. Also das wird deshalb nicht ganz funktionieren, weil er da schon ein bisschen geübt hat, sicher, aber hier ist sozusagen der reine Typ eines Heiligen oder Vollendeten genannt, der diesen Übungsweg vollendet hat und nicht erst am Anfang ist. So, das ist die Betonung. Ich habe das Programm durch. Ja, ich bin nicht erst am Anfang. Und zu diesem Todespunkt noch eine weitere Betrachtung, weil die Todesangst ja so eine generelle Angst ist. Es ist ja die Angst vielleicht per se. Da gibt es ein Gespräch, das der Buddha mit einem Brahmanen geführt hat, also mit einem aus der konkurrierenden Religion von damals. Und dieser Brahmane sagt Folgendes, das behaupte ich, lieber Buddha, das ist meine Ansicht, keinen gibt es unter den Sterblichen, der nicht Angst vor dem Tode hätte. Die Betonung liegt auf, es gibt keinen. Und der Buddha sagt, langsam, es gibt solche, und es gibt solche.
Und um das nicht nur zu einer Behauptung zu machen, der Buddha begründet ja immer, warum er etwas sagt, begründet er auch hier, unter welchen Umständen jemand Angst hat vom Sterben und unter welchen Umständen es jemand nichts ausmacht. Erster Punkt. Da ist einer bei den Sinnenfreuden nicht frei von Gier und Willensdrang, nicht frei von Zuneigung und Durst, nicht frei von fieberhaftem Verlangen und Begehren. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm da also zumute. Ach, die geliebten Sinnesfreude werden mir schwinden. Ach, verlieren soll ich die geliebten Sinnesfreuden. Und er jammert und stöhnt und klagt, schlägt sich weinend an die Brust, gerät in Verzweiflung. Ein solcher Sterblicher gerät vor dem Tode in Furcht und Angst. Das ist der Aspekt, den ich eben schon mal genannt habe, also die Bindung an die Dinge der Welt. Wenn dann nun eine Krankheit auftaucht, da ist uns sofort klar, wenn die zum Tode führt, dann müssen notgedrungen alle die 10.000 schönen Dinge um mich herum, die müssen weg sein, die können von mir nicht mehr erreicht sein. Nicht, wir denken, die Erde dreht sich weiter, das Geschäft läuft sozusagen weiter, aber ohne mich. Wer diese Haltung hat, muss in Panik geraten, wenn er das Bild, die Erwartung des Todes vor sich hat. Nummer 2. Ferner noch, da ist einer beim Körper nicht frei von Gier und Willensdrang, nicht frei von Zuneigung und Durst, nicht frei von fieberhaftem Verlangen und Begehren. Das ist jemand, der sich nur mit dem eigenen Körper identifiziert. Entweder weil er ihn schön findet oder einfach weil er so viel kann, fähig ist, viele gute Eigenschaften hat. Und der soll nur so, sein Lieblingsobjekt soll nun ja, zerbröseln quasi. Oder er denkt dran, ne, wenn er realistisch ist, dieser Körper war ja jahrzehntelang das Instrument für mich, all diese schönen Dinge der Welt zu genießen. Keiner genießt ja die Dinge ohne seinen Körper. Nicht ohne diesen Leib und seine Sinnesfähigkeiten können wir die Welt ja gar nicht genießen. Also die zweite Variante, wenn diesen Körper nun eine Krankheit befällt, und nicht gerade jetzt mal Heuschnupfen oder so, sondern eine Krankheit, wo der Tod bevorsteht, dann muss, das ist eine innere Gesetzmäßigkeit, dann muss Angst auftauchen. Panik. Drittes Beispiel, und da kommen wir mehr so in den ja, spirituellen Bereich jetzt hinein. Ferner noch, da hat einer das Tun von heilsamen, die Furcht der Wesen bannenden Werke versäumt und er hat Schlechtes getan, hat rohe und gemeine Taten begangen. Das ist jetzt auf Menschen gezielt, die an das Karma-Gesetz glauben, die davon überzeugt sind, dass das, was man nach dem Tode erlebt, abhängig ist von dem, was man vor dem Tod getan hat. Nicht? Also, dass man nach dem Ableben die Früchte dessen ernt, was man in diesem Leben gesät hat. Und wenn da einer nur Minuspunkte auf seiner Liste hat, dann wird dem spätestens dann klar, wenn er abtreten muss, so jetzt musst du die Rechnung bezahlen. Und das sieht ja auch nicht so berauschend dann aus. Nicht? Also wenn keine positiven Guthaben vorhanden sind, sondern nur Negatives, muss Angst auftauchen. Ich will das noch ergänzen. Es könnte ja auch sein, dass ihr jetzt sagt, naja, es glaubt ja nicht jeder an Karma, vielleicht gibt es das ja gar nicht, dann würde das ja in dem Fall wegfallen. Ist aber nicht der Fall. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon angedeutet. Die eigene Psyche zeigt uns, wer wir wirklich waren. Das hört man ja oft, dass im Todesmoment es einem klar wird, wie man sein eigenes Leben geführt hat. Und dann heißt es, dann kommen die dunklen Schatten über einem, ja, also die Gewissensdränge und der Druck, den man sich aufgeladen hat, der offenbart sich dann, wenn man nichts mehr verändern kann und wenn man weiß, irgendwann ist dieses Leben zu Ende. Also man kann sich nicht rausreden, ich glaube nicht an das Karma, nicht? Dann habe ich auch damit nichts zu tun, weil es ja eine existenzielle Gesetzmäßigkeit ist, die wirkt, ob wir daran glauben oder nicht. Viertes Beispiel, ferner noch, da ist einer ein Zweifler, ein schwankender Mensch, nicht zur Klarheit gekommen in der guten Lehre.
das geht uns an, mehr oder weniger. Also Menschen, die sich dem Dharma nahe fühlen, die sagen, ich bin Buddhist, ich praktiziere. Warum sollte er Angst haben am Ende seines Lebens? Er muss nicht, aber er kann, wenn er dann zurückdenkt, wie habe ich denn meine Zeit verwendet? Habe ich denn meine Zeit genutzt oder habe ich gesagt, das kann ich alles morgen machen, den Kurs mache ich nächstes Jahr und das Buch mache ich irgendwann, wenn ich Zeit habe und irgendwann strenge ich mich auch mal an, um in meinem Leben voranzukommen. Also das ist gemünzt für die, die zwar immer das Gute wollen, es aber nie tun. Und dann sagen, ach, hätte ich doch früher. Das ist ja so eine Haltung, die man oft bei sich beobachtet. Ach, hätte ich doch nur früher damit angefangen. So, jetzt ist es eh zu spät und lass es ganz. So, das sind die insgesamt vier Beispiele für die Bedingtheit von Furcht in bestimmten Lebenssituationen. Hier konkretisiert am Beispiel Tod. Und mit der Nennung dieser Bedingungen hat man natürlich auch gleichzeitig schon die Möglichkeit, diese Bedingungen zu verändern. Wenn ich weiß, woher etwas kommt, kann ich die Ursachen entweder abstellen oder verändern. Und das heißt, dass der Ansatzpunkt für eine veränderte Lebensweise darin besteht, dass man erstens weniger bedürftig ist nach den Dingen, die man sonst immer hat und war, dass man weniger egozentriert ist, weniger narzisstisch ist, sondern auch mal an andere denkt, so ungefähr. Dass man, was das eigene Handeln angeht, die berühmten ethischen Maßstäbe nicht immer wieder vergisst und übertritt. Und last not least, dass man so etwas wie Ernsthaftigkeit in sein Leben bringt. Nicht immer dieses Manana-Prinzip mal angehen, sag nicht Manana, heute fängst du mal an und machst was. Nicht an der Oberfläche immer bleiben, ob und wie man in seinem Leben auf Grund kommt. Und ihr habt es schon rausgehört, dass alle diese falschen Einstellungen und falschen Verhaltensweisen immer damit zusammenhängen, dass unser Geist nicht klar ist. Ja, dass wir die Dinge nicht realistisch sehen, sondern aus irgendwelchen Vorstellungen oder Wunschträumen herausnehmen. Und das betont der Buddha an verschiedenen Stellen, wo er geradezu unsere Situation der Verblendung und der Unwissenheit anprangert. Das tut er einmal ganz dezidiert so. Jede Furcht, die Betonung liegt auf jede Furcht, die da irgend ausbricht, bricht einzig vom Toren aus, also von einem Unwissenden, Dummkopf, und nicht vom Weisen. Jede Angst, die da irgend ausbricht, bricht einzig vom Toren aus und nicht vom Weisen. Jeder Schreck, der da irgend ausbricht, bricht einzig vom Toren aus und nicht vom Weisen. Das ist nur ein Spiegel, der uns vorgehalten wird. Ja? Also wenn diese Phänomene, über die wir heute Abend reden, in unserem Leben auftauchen, das werden sie tun, heißt das immer, junge Mädel, da ist Defizit. Defizit von Verstehen. Und da gibt es geradezu eine irrwitzige Erscheinungsform von geistiger Verdrehtheit, der wir alle mehr oder weniger unterliegen. Und das ist das Hauptproblem. Und das ist in einem Vers zusammengefasst. Die Menschen, die Furchtloses schreckt und Fürchterliches nicht ergreift, verkehrter Lehre zugetan, beschreiten sie den schlechten Weg. Zugegeben, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber das ist oft bei den Sätzen, wo der Buddha sehr verdichtet ausdrückt, was er sagt, dass man das erst noch ein bisschen aufdröseln muss. Die Kernaussage, die dahinter steht, ist folgendes. Die Menschen fürchten sich, aber sie fürchten sich vor dem Falschen. Vor dem eigentlich Gefahrlosen, ihrem Heil, ihrer Rettung. Da haben sie Angst. Konkretisiert. Wenn es darum geht, die Silas einzuhalten, die ethischen Regeln einzuhalten, dann finden sie das als eine Beschneidung, als Einengung, obwohl gerade das ihre Befreiung wäre. Wenn sie ihre Wünsche mal anschauen sollen und denen nicht einfach naiv nachgeben sollen, dann ist das für sie ein großes Problem.
Obwohl auch gerade hier, wenn sie das täten, wenn sie freier würden von ihren Bedürftigkeiten, von ihren Unsinnigen, wäre viel an Entlastung weg. Und das Letzte, das Eigentliche, das, was der Buddha als die höchste Befreiung beschreibt, Nirvana, das Verlöschen, das empfinden sie als Vernichtung. Ja, Vernichtung des Lebens, Vernichtung der Person, Vernichtung der Welt. Nochmal, das, wovor sie sich nicht fürchten brauchen, weil es ihre Rettung ist, davor schrecken sie zurück. Nirvana, ja, aber noch nicht gleich, irgendwann. All diese Dinge. Und umgekehrt, mit den wahren Gefahren des Lebens, da arrangieren sie sich. Ja? So wird man irgendwie schon eine Lösung finden. Heißt auf Deutsch, die meisten Menschen haben keine Angst vor ihren unguten Taten, obwohl sie es sind, die irgendwann sie schmerzlich mal betreffen, wenn die Resultate zurückkehren. Ihre zahllosen Wünsche, die die Menschen haben, da haben die keine Angst. Die wollen sie eher mehren. Das soll noch alles größer und differenzierter werden und schöner werden. Da haben sie keine Angst. Obwohl ihre Wünsche, ihr Anhangen geradezu ihre Fesseln sind. Und last not least, der entscheidende Punkt, nicht? Vor der Existenz, die nichts anderes ist als die Erscheinung von Dukkha, von Leid, aus der Perspektive eines Buddha, da haben sie keine Angst vor diesem Dasein. Im Gegenteil, jeder hängt daran, mit der letzten Phase sozusagen seines Inneren klebt man an diesem Leben. Und das ist die Situation, die Grundsituation, die der Buddha nennt, wenn er sagt, es gibt diese Ursache von Verblendung. Das ist ein Beispiel dafür, dass Verblendung unser Leben ausmacht, Ahnungslosigkeit, Unwissen und deshalb damit Angst und Furcht immer wieder neu geboren wird. Soweit zu den Ursachen, zu den Bedingungen von Furcht. Und jetzt müssen wir der Frage mal nachgehen, welche Konsequenzen ziehen wir denn daraus? Denn wir machen ja nicht nur ein philosophisches Kolleg, wo wir alle möglichen Theorien uns anhören, sondern wir haben ja immer auch die praktische Frage damit verbunden, was machen wir daraus? Die Lehre des Buddha ist ja eine Lehre der Befreiung von Leiden. Und Angst ist ja doch eine ganz manifeste Form von Leiden. Also wie wird man frei davon? Wie kann man das loswerden? Zunächst mal will ich auf ein paar positive Aspekte von Angst hinweisen. Das ist das letzte Mal schon in der Debatte angeklungen. Furcht ist eine wirklich unangenehme Emotion. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Keiner mag sie. Aber das heißt ja nicht, dass sie zugleich auch nur eine negative Rolle in unserem Leben spielen muss. Im Gegenteil, diese Emotion ist ja oft eine Art Antreiber, so ein Impulsgeber, unser Leben zu verändern, in eine andere Richtung zu geben und Dinge anders zu tun als bisher. Wenn man Angst vor etwas hat, dann weiß man auch, was man unter Umständen zu vermeiden hat. Und jetzt tauchen eine ganze Reihe von Punkten auf, die wir das letzte Mal schon angetippt haben, jetzt nur mit dem umgekehrten Vorzeichen. Wir haben das letzte Mal gesagt, man kann Angst haben vor Bestrafung. Also wenn ich was Falsches mache, habe ich Angst, ich werde erwischt und eingebuchtet oder so. Und jetzt kann man Angst benutzen, ja, als Impulsgeber. Ah, dann lass es doch einfach. Ja, wenn du Angst hast vor Strafe, dann mach die Dinge nicht, für die du bestraft werden kannst. Das ist ganz einfach. Nur dummerweise, wir wissen, dass Strafandrohung ja nicht immer fruchtet. Ja, das zeigt ja unsere Lebensrealität. Entweder, weil man glaubt, ich bin eh cleverer, die erwischen mich schon nicht, oder weil man nicht an die längerfristigen Folgen, die karmischen Folgen von einer Handlung glaubt, oder aber weil im Moment dieser Handlung der innere Drang, es zu tun, so stark ist, dass der Verstand einfach ausgeschaltet ist. Das gibt's ja auch öfter. Aber es ist immer der Hintergrund, wenn uns das bewusst ist, dass negative Resultate entstehen können, kann uns das, diese Angst davor, kann uns ja hindern, das Schlechte zu tun. Und dasselbe gilt auch für die inneren und äußeren Vorwürfe, die man sich machen oder anhören muss. Wenn ich weiß,
wenn du das und das wieder machst, dann wirst du von dem beschimpft, von dem angemacht, von dem getadelt, von dem missachtet, dann kann das ein Impuls sein, bestimmte Dinge einfach nicht mehr zu tun. Oder wenn ich weiß, ich tue etwas Negatives und daraus entsteht ein innerer Konflikt, weil ich mit mir selbst nicht mehr im Reinen bin, weil ich es eigentlich besser wüsste und trotzdem etwas Ungutes tue, um diesen inneren Gewissenskonflikt zu vermeiden, kann ich auch bestimmte Handlungen einfach lassen. Und wer so ein bisschen buddhistisch angehaucht ist, der wird die Perspektive nicht nur in diesem Leben sehen, sondern der wird sich immer auch fragen, wie geht es denn weiter? Wie ist denn die Folge einer Handlung oder einer Lebenssituation jenseits des Todes? Das will ich da nochmal vorlesen, dass ihr das Original nochmal habt. Und aus Furcht vor leidvoller Wiedergeburt lässt er ab von schlechtem Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Pflegt einen guten Wandel in Werken, Worten und Gedanken, bewahrt sein Herz in Reinheit. Also das sind Beispiele, wie Angst, die wir haben, uns helfen können, aus einer Lebenssituation herauszukommen, die an sich nicht in Ordnung ist. Und eine Verhaltensweise sich angewöhnt hat, die keine guten Folgen haben können. Und die Grundmahnung, die der Buddha an den verschiedensten Stellen immer wieder ins Gedächtnis ruft. Die Grundmahnung ist, denkt dran, ihr werdet nicht gerade jünger. Das Alter rückt sozusagen näher. Und nutzt es mal, indem ihr geistig vorwegnehmt all die möglichen Einschränkungen, die das Alter mit sich bringen kann. Mit anderen Worten, nutzt die Jahre jetzt, um euch auf das einzustellen, was ohnehin mal kommen wird. Benutzt die Zeit jetzt, um euch umzuorientieren auf Dinge hin, die eben nicht Alter, Krankheit und Tod unterliegen. Da ist ein Mönch, der sagt sich, noch bin ich jung, ein Jüngling, dunkelhaarig, in der besten Jugend, im ersten Mannesalter. Doch die Zeit wird kommen, wenn diesen Körper das Alter befällt. Für einen aber, der alt ist, vom Alter gebeugt, ist es nicht leicht, die Weisung des Erwachten zu beachten, nicht leicht, ein spirituelles Leben zu führen. Bevor mich also jener unerwünschte, unliebsame, unangenehme Zustand ereilt, will ich schon vorher meine Willenskraft daran setzen, um das Unerreichte zu erreichen, das Unerlangte zu erlangen und das Unverwirklichte zu verwirklichen. In dessen Besitz ich dann selbst noch im Alter glücklich leben kann. Und was ist unsere Einstellung? Hat der noch Zeit? Das ist so eine Grundhaltung. Irgendwann? Ja, aber jetzt im Moment noch nicht. Da gibt es ein berühmtes Beispiel von jemand, der das nur wirklich ganz anders gemacht hat. Einer der großen mythischen Könige, der sagte irgendwann zu seinem Barbier, mal zu seinem Friseur, also hör mal, wenn du das erste graue Haar auf meinem Kopf findest, dann zupf es raus, legst mir ein silbernes Tablett und bring's mir. Und so war das auch, Makadeva hieß der König. Irgendwann war es soweit und ihm wurde dieses graue Haar serviert. Was hat er nicht gemacht? Also nicht ausgerissen und weggeworfen oder ab 10 dann angefangen mit irgendwie schwarz, grün, blau oder was drüber malen. Es kommt doch irgendwie raus. Es geht nicht auf Dauer weg. Sondern er hat folgendes gemacht, wenn das auftaucht, dann will ich das sehen. Aber jetzt nicht einfach nur sehen, sondern die Konsequenz ziehen. Er hat die Konsequenz gesagt, ich bin jetzt ein alter Mann. Er hat seinen Sohn gerufen und sagt, du bist jetzt hier Chef, ich ziehe mich zurück. Und er war immer schon ein spiritueller Mensch, es war nicht nur ein Politiker, er hat immer schon diese Spiritualität in sich, diese innere Haltung, auch diese Übung. Nur jetzt hat er gesagt, ist die Zeit, wo ich die Schwerpunkte verlagern muss. Ich muss jetzt ganz das machen, was mich über den Tod hinausträgt, weil dieser Körper, der zerfällt, der geht kaputt. Und die Haare werden ja mehr, die grauen, nicht weniger. Aber das, was ich die ganze Zeit geübt habe, wird genannt, diese inneren Haltung der Brahma-Viharas, ja,
Güte, Freundlichkeit, Mitfreude, Erbarmen, Gleichmut. Die werde ich jetzt sozusagen schwerpunktmäßig üben. Und dann hat er sich aus dem politischen Geschäft zurückgezogen und war jetzt ganz dieser spirituellen Praxis hingegeben. Und da kann man sich vorstellen, dieser Mensch war zu seinem Leben herausragend, aber der sozusagen erst in seinem Land politisch gesehen. Er war aber auch auf der geistigen Ebene herausragend, dass er diese Fähigkeiten hatte, ja, das klar zu erkennen, die Konsequenzen zu ziehen und auch wirklich intensiv dann sich dieser spirituellen Praxis hinzugeben. Jetzt frage ich nicht, was wir gemacht haben, als unser erstes graue Haar aufgetaucht ist. Wahrscheinlich hat es noch keiner von euch erlebt. Falls es mal auftaucht, falls das erste Haar mal bei euch auftaucht, das graue, denkt euch an Nakadevo zurück und ja, geht ins Kloster, macht das mal. So, also das Alter war ja nur ein Beispiel dafür, dass sich die relativ günstigen Lebensumstände verändern können in Lebensumstände, die weniger günstig sind. Und wir hoffen ja immer, dass es später mal besser wird, damit wir dann einsteigen können. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man immer dann einsteigen muss in die spirituelle Praxis, wenn jetzt ist. Und da wird eine ganze Reihe von Beispielen noch genannt, wie sich unsere günstigen Lebensverhältnisse ändern können. Erstes Beispiel, dann spreche ich viel an. Macht es Wichtiges, solange ihr gesund seid. Einigermaßen. Wenn ihr nur noch liegt und nur noch Schmerztabletten und Schmerzpflaster nehmt, dann ist das vorbei mit dem schönen Üben. Übt, wenn die Versorgung mit Nahrung gut ist, wenn ihr genug zu essen habt. Wenn es mal Zeiten gibt, wo es nichts mehr zu futtern gibt, wo der Tagesablauf damit gefüllt ist, dass man guckt, wo gibt es was zu essen her. Bleibt nicht mehr viel Kraft und Zeit, um nun Metta zu üben. Oder übt, praktiziert, solange Friedenszeiten herrschen. Wir leben ein Stück weit in einer Ausnahmesituation. Aber wie lang noch? Ja? Und wenn es erst mal kracht, ja, und man sich nicht mehr auf der Straße traut, ist auch mit Spiritualität nicht mehr so einfach wie jetzt, wo wir uns jeden Luxus erlauben können. Und eins, was ich noch hinzufügen will, sozusagen als Spezifikum, macht es alles, solange eine religiöse Harmonie noch da ist. Nicht? Solange man seine Praxis in einem Land noch ausüben kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Buddhist buddhistische Veranstaltungen machen kann. Dass er bekennen kann, ich gehöre zu diesem Laden. Es gibt Länder, wo das der Tod bedeutet, wenn du nicht einer bestimmten Art von Glaubensrichtung angehörst. Also übt, solange das möglich ist, solange Religionsfreiheit existiert, so wird man es heute formulieren. Und das Letzte, am besten ist es zu üben, wenn der Sangha, wenn die Gemeinschaft funktioniert. Nicht? Also wenn nur noch Krieg zwischen den buddhistischen Lagern herrscht, weil es jeder besser weiß oder jeder besser wissen will, dann ist es auch nicht wirklich einfach, so einen Weg weiterzugehen. Und all die Punkte, die ich genannt habe, die sind im Moment vergleichsweise günstig. Nur die Frage steht im Raum, wie lange haben wir das noch? Wenn man jetzt die Quintessenz ziehen will von den Beispielen, die ich angeführt habe, dann ist es das positive Element von Angst und Furcht, das, was der Buddha Ergriffenheit nennt. Nicht? Samvega ist der Ausdruck. Das ist eine Art von innerem Aufgerütteltsein angesichts der Unwirklichkeit des Lebens. Nicht? Das innere Gefühl, es muss was passieren, ich muss was machen. Dieses Gefühl des inneren Drangs, da muss sich irgendwas ändern, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Aus dieser Emotion, aus dieser Furcht heraus, die Dinge werden essentiell nicht besser, sondern schlechter. Und wo ist da immer der Ansatz, man sagt, es muss anders werden? Wo gibt uns der Buddha immer die erste Stellschraube, die wir verändern? Ich nenne das die karmische Vorsorge treffen. Wer Angst nicht erleben möchte, muss sich so verhalten, dass er Angst nicht in die Welt hineinbringt.
wenn man nicht möchte, dass Angst als Erleben auftaucht, sozusagen zurückkehrt aus der Existenz zu uns selbst, müssen wir aufhören, selbstbedrängend sein anderen Wesen gegenüber. Und deshalb nennt der Buddha die 5 Sila, über die wir ja oft schon gesprochen haben, also die 5 grundlegenden Verhaltensregeln, nicht töten, etc., etc., nennt er als die 5 großen Geschenke. Warum? Wenn ich diese 5 Regeln einhalte, also nicht töten, nicht stehlen, keinen sexuellen Missbrauch, nicht lügen und keine Berauschung des eigenen Geistes, dann schütze ich andere Wesen vor Bedrängung durch mich. Ich bedränge sie nicht. Ich bin kein Faktor von Angst für sie. Im Gegenteil, ich schenke ihnen Sicherheit. Und wo das geschieht, kann man sicher sein, dass diese Verhaltensweisen auch mich selbst schützt. Denn was von mir nicht ausgeht, kann nicht zu mir zurückgehen. Wenn keine bedrängenden Handlungen von mir ausgehen, können auch keine angsterzeugenden Erfahrungen zu mir zurückkommen. Deshalb im Übrigen in allen religiösen Lehren sind es immer diese Grundorientierung, die Grundregeln, was das menschliche Zusammenleben angeht. Und darin ist eine weitere Kernbotschaft versteckt oder ausgedrückt, die man auch oft nicht ernst genug nimmt. Denn hier wird gesagt, worauf es ankommt, ist immer zuallererst die innere Wandlung, nicht die äußere Weltverbesserung. Nicht? Also wenn der Amerikaner Angst hat, dann holt er sich 3 Pistolen. Eine für die Küche, eine für die Schlafzimmer und eine fürs Klo. Das macht der Amerikaner. Wir auch so ein bisschen, ja? Oder er rüstet Armeen auf. Das machen alle Staaten. Die rüsten ihre Armeen auf, um Angst zu kompensieren. Ihr seht, dass der Ansatz des Buddha immer ein anderer ist. Nicht die Welt verbessern, da draußen rummachen, sondern da agieren, da die Dinge verändern, wo der Ursprung dieser sogenannten Weltphänomene ist. Das ist immer das eigene Innere. Der Ansatz jeder Spiritualität ist nicht die Weltverbesserung. Das ist sozusagen ein positives Nebenprodukt. Der Ansatz ist immer, mach das Innere rein, mach dein Herz rein. Nicht? Tu da diese negativen Kräfte, die wir vorhin mit Gier und Hass und Verblendung bezeichnet haben, schaffe die beiseite, dann wirst du sehen, dass die Welterfahrung, das Welterleben entsprechend sich verändert. Anders formuliert, spirituelle Praxis bedeutet, die Eigenschaften, die man in sich hat, die Kräfte, die man in sich hat, zu verbessern, zu optimieren, die schlechten raus und die guten rein. Und da werden von dem Erwachten dezidiert 4 angstbefreiende Kräfte genannt. Also psychische Kräfte, die angstbefreiend sind, nicht die Pistole. Erste Kraft ist die Kraft der Weisheit. Wenn man nämlich lernt zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was ist heilsam, was ist unheilsam, was soll ich tun, was soll ich lassen. Wenn man diese Unterscheidung irgendwann mal drauf hat, dann weiß man, es geht in eine Richtung, wo es nur besser und angstfreier werden kann. Zweitens die Kraft des Willens. Wir wollen immer, dass die Dinge von alleine passieren oder dass andere für uns erledigen, so ungefähr. Und hier wird immer gesagt, ohne Fleiß kein Preis. So ist es bei mir in der Schule früher. Du musst investieren, Tatkraft investieren. Das nennt man dann Anstrengung, Übung, Praxis, wie auch immer. Also du musst etwas tun, damit was rauskommt. Kraft des Willens. Und das dritte ist Kraft der Unbescholtenheit. Das ist wieder die Situation, man hat sich nichts vorzuwerfen. Nicht? Man hat nichts getan, wo einem ein anderer einen Strick draus drehen kann, aber auch nichts, was man sich selbst vorwirft. Und das Interessante dabei ist, dass das der Buddha eine Kraft nennt. Ja, warum? Das ist auch eine Kraft, wenn man sich nicht selbst zerfleischt. Ach, hätte ich doch besser nicht das gemacht. Ach, hätte ich doch besser so. Ja? Wenn man in innerem und äußerem Konflikt steht, dann sind Kräfte immer gebunden. Wenn ich nach außen hin konfliktfrei bin, nach innen konfliktfrei bin, da entstehen Kräfte auch, die Dinge zu tun, die eigentlich anstehen.
Und das letzte, Kraft der Gunsterweisung. Da kann man sich nichts vorstellen drunter, wenn man nicht liest, was der Buddha da ausführt. Er sagt, es gibt vier Arten von Gunsterweisung. Das eine ist geben. Also wenn ich einem anderen etwas Gutes tue, indem ich ihm etwas gebe. Das zweite ist liebevolle Worte. Man muss ja nicht immer das Portemonnaie schicken oder einen Präsentkorb überreichen. Es ist ja auch manchmal gut, wenn man jemand ein trostvolles Wort, ein freundliches Wort oder so gewährt. Das ist auch eine Form von Gunst erweisen. Oder sich hilfreich zeigen. Ja, wenn man eine Hilfe braucht, nicht sagen, ach, ausgerechnet, da habe ich keine Zeit. Ich wäre ja gern gekommen, ich hätte ja gern geholfen, aber dummerweise kann ich nicht. Ja, seine Beziehung zu den Mitmenschen auch dadurch auf Vordermann bringen, dass man sich als Hilfe erweist, wenn es nötig ist. Und das Letzte, das ist das Schwierigste, die Gleichheitsbezeigung. Das heißt, ihr seid mir so viel wert, wie ich mir selbst wert bin. Und das ist ein hoher Anspruch, ja, dass man da keine Unterschiede mehr macht, dass jedem sozusagen das eigene nicht mehr wert ist als das Anliegen des anderen. Aber was dahinter steht, ist in all diesen vier genannten Beispielen, dass das Verhaltensweisen sind, die die zwischenmenschlichen Beziehungen in Harmonie bringen, ja, die Konflikte aus Beziehungen herausbringen. Und was passiert da? Wenn keine Konflikte sind, brauche ich keine Angst vor meinen Mitmenschen zu haben. Und das ist ein weites Feld. Das ist jetzt nur mal so angetippt. Aber wenn man das zu seiner Übung machen könnte oder würde, dann hätte man ein weites, weites Feld der Alltagspraxis, um da frei zu werden, auch konkret frei zu werden von Angsterfahrung. Aber ich will auch noch was Spezielleres nennen, weil es gibt sehr unterschiedliche Instrumente, die zu unterschiedlichen Zeiten und Gelegenheiten eingesetzt werden können. Und eine dieser eher spezielleren Hilfen, von Angst frei zu werden, ist die Erinnerung an die drei Juwelen. Sprich, die Erinnerung an Buddha, Dhamma und Sangha. Also in einer Situation, wo man klein ist und zittrig ist, so ganz winzig und die Welt so groß, sich an den Buddha erinnern. An Souveränität, an Angstfreiheit zu erinnern. Also an die Möglichkeit des Großen, des Erhabenen, des Freien, sich in einer Situation zu erinnern. Das heißt, sich ein großes Vorbild setzen, an dem man sich sozusagen festhalten kann und sich ein Stück weit selbst aus seiner Kleinheit herausziehen. Das kann, wie gesagt, der Buddha sein oder die Lehre selbst, ja, dass man sich erinnert. Es gibt diese Freiheit, es gibt sie. Ich habe sie sozusagen noch nicht erreicht, aber es gibt sie und ich werde ihr sozusagen nachgehen. Und das Dritte ist Sangha. Ich bin nicht allein auf der Welt. Alle Wesen sind im Wesentlichen in derselben Problematik wie ich auch. Ich muss nur gucken, wie kann ich mich mit anderen zusammentun, dass man da sich gegenseitig stützt und einander hilft. Und jetzt kommt das Letzte, was ich nennen will. Sozusagen perspektivisch und ist zugleich auch das Schwierigste. Das ist der Fernblick sozusagen auf unsere Problematik. Das ist ja die Aufgabe, die Ich-Illusion zu überwinden. Ich nenne es ja mal nur. Das ist ja jetzt keine Hausaufgabe. Das soll nicht Hausaufgabe fürs nächste Mal sein. Aber das, was wir mal gehört haben, so ungefähr. Ja. Weil alle unsere Erfolge, die Welt gefahrlos zu machen, bleiben irgendwo vergeblich. Solange an diesem einen Punkt die Problematik nicht gelöst ist. Der tiefste Beweggrund von Angst ist immer und bleibt immer der Glaube, da ist ein Ich. Und dieses Ich ist viel wert. Und meins ist sowieso am meisten wert. Wo diese Haltung ist, ist programmiert, dass Situationen entstehen, die genau dieses Ich gefährden. Wo kein Ich ist, kann es auch nicht gefährdet werden. Ich sag's nur, dass wir so als Langfristperspektive das im Auge haben, dass wir uns auf eine Lösung hinbewegen, aber wir haben ja viel im Vorfeld, wo wir uns praktisch dem annähern können. Und dazu nochmal ein Zitat. Also da ist jemand, der hört vom Buddha oder von einem Jünger des Vollendeten die Verkündigung der Wahrheit, die alles anhängen
und alle falschen Lehren, Dogmen und Systeme von Grund aus zerstört, die zum Aufgehen aller Aktivitäten führt, zur Abwehr aller Anhaftung, zum Versiegen des Durstes, zur Wendung, zur Auflösung, zur Erlöschung. Das ist die Fernperspektive, die der Buddha lehrt. Da wird ihm also nicht zumute, vernichtet werde ich sein, zugrunde gegangen. Nicht werde ich mehr sein. Er ist nicht traurig, nicht gebrochen, er jammert nicht und, und. Nicht, während wir, wenn wir hören von Auflösen, von Verlöschen, von Beendigung, ja, was passiert dann? Hoffentlich hört er bald auf damit, so ungefähr. Ja. Das ist die Herausforderung, die wir jetzt nicht lösen können, aber der wir uns wenigstens mal geistig stellen, indem wir akzeptieren, die gibt es und da haben wir ein Langfristprogramm. Und das ist die Kehrseite, das, was der Buddha Nirvana nennt. Genau das, was er das Verlöschen nennt. Die Beendigung aller Lebens- und Daseinsprozesse, wo für uns der größte Schreck entsteht. Ach, es soll alles aufhören. Es ist nicht so. Es soll so. Ach nee. Dann doch besser erstmal abwarten. Wobei genau das, und das ist die Formulierung, genau das die eigentliche Befreiung ist, vor der wir uns am meisten fürchten. Das ist die paradoxe Situation, auf der ich vorhin schon mal rumgeritten bin. Und es soll der vorletzte Satz sein, alle Unterweisungen des Buddha zielen in diese eine Richtung, Zitat, der Buddha zeigt die fleckenlose Lehre. Die fleckenlose Lehre, nämlich Nirvana, frei von aller Furcht. Und das ist der Punkt. Wir können nicht frei vor aller Furcht sein, betone ich vor aller Furcht sein, wenn man nicht zugleich bereit ist, die Konsequenz zu gehen. Und das heißt, den Praxisweg zu Ende zu gehen, bis das erreicht ist, was hier als Nirvana gezeigt worden ist. Aber zu eurer Beruhigung, so ein bisschen die Wogen, zum inneren Wogenfleisch zu glätten. Ihr habt ja gesehen, dass der Buddha zwei Arten von Strategien angibt. Die eine Strategie ist, unser Leben so zu gestalten, dass im Erleben Furcht weniger wird. Sozusagen innerweltlich. Und die wird weniger, wenn wir selbst weniger bedrängt sind. Und das mag die Hauptübung für uns lange, lange Zeit sein. Sich selbst weniger zu verhalten, dass Menschen Angst vor uns haben. Und sei es nur ganz feine Schattierung davon. Und wenn wir da weiter gewachsen sind, dann sind wir vielleicht irgendwann auch reif, diese zweite Ebene der Belehrung zu verstehen und auch anzustreben, nämlich die, völlig frei zu sein oder völlig frei sein zu wollen von jeder Furcht und Angst. Und das für immer. Und das wäre dann das Ziel des Nirvana. So, jetzt habt ihr die Wahl, was ihr macht. Das ist schön demokratisch. Jeder kann das machen, was ihm sozusagen erstmal steht. So, gibt's Bemerkungen? Bitte. Du hast, glaube ich, genug die Dekonstruktion des eigenen Ich angesprochen. Ich mache jetzt gleich ein Disclaimer, das ist jetzt nur eine Überlegung, keine Einladung an jemanden. Da könnte ich jetzt ganz ketzerisch hergehen und sagen, da bin ich jetzt mal ganz furchtlos, gib mir gleich die Kugel. Dann habe ich mein Ich dekonstruiert. Ja, dann ist das gleich alles erledigt. Ja, ist es denn aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen oder habe ich da an der Stelle nicht aufgepasst? Es gibt einen kleinen Denkfehler. Du hast verwechselt ich und dieser Körper. Wenn du dir die Kugel gibst, ist dieser Körper zerstört. Was nicht zerstört ist, ist genau diese innere Kräftekonstellation, die ich mit Gierhass und Verblendung in dieser Formel bezeichnet habe, die diesen Körper erst hervorgebracht hat und nach dem Ableben dieses Körpers den nächsten hervorbringt.
Das Einzige, was sich verschlechtert, hat sich gar nichts verbessert. Nein, weil die Grundkonstellation dieser lebenserzeugenden psychischen Kräfte nicht verändert ist. Das heißt, in einem Punkt zum Negativen verändert, weil du der Autoaggression noch hinzugesetzt hast. Und es hat sich ein Stück auch das Element der Verblendung noch verändert, weil du geglaubt hast, über die Manipulation von physischen Körpern existenzielle Situationen zu verändern. Aus unserer westlichen Situation ist das ein naheliegender Gedanke, weil wir sagen, unser Bewusstsein, unser Fühlen, unser Denken ist abhängig von diesem Körper. Wenn der nicht mehr da ist, ist Ruhe. Die buddhistische Betrachtung von Realität ist eine andere. Sie sagt, alle sogenannten materiellen Erscheinungen sind nur Reflexe von psychischen Kräften. Und psychische Kräfte ändert man nicht über die Veränderung von Materie. Ein anderer Aspekt davon ist, das habe ich vorhin bezeichnet, mit der Weltverbesserung. Ja? Der normale Mensch denkt, es ist so viel gefährliches Zeug in der Welt, also schaffst du das alles beiseite, du machst die Welt rein und sauber und clean und gefahrlos, dann ist alles gut. Aber diese Atombomben und Pistolen und was es da alles gibt, die fallen ja nicht vom Himmel. Die sind geschaffen aus den psychischen Energien der Menschen, die man Aggression, Aversion, Hass nennt. Gäbe es diese inneren Qualitäten nicht, dann gäbe es auch das äußere Gegenstück nicht dazu. Also diese Waffen und die Menschen, die diese Waffen tragen. Deshalb ist es ja der Ansatz, verändere deine Psyche, verändere diese Kräfte in dir. Erst kegel mal, soweit es gut, alle negativen Kräfte weg, die mit Hass bezeichnet. Und dann reduziere mal all das, was man mit Gier, mit haben wollen, Verlangen, Durst und so weiter bezeichnet. Wenn sich das mehr reduziert, dann wirst du sehen, du erlebst eine andere Welt. Und auch der karmische Gedanke ist derselbe Gedanke. Nicht? Wenn von dir weniger negative, angsterzeugende Handlungen ausgehen, wirst du sehen, dass weniger angsterzeugende Ereignisse auftauchen in deinem Leben. Das ist erstmal eine Behauptung, die der Buddha aufstellt. Und das kann man ja ausprobieren. Das kann man ja probieren. Das ist das, was der Erwachte empfiehlt. Probiert es aus. Und dann wirst du sehen, ob es stimmt. So, und dieser Adimutto da, ja, das war ja eines der Beispiele von denjenigen, die diesen Weg zu Ende gegangen sind. Das heißt, innerlich völlig diese Reinheit erleben oder erfahren haben, erzeugt haben. Ja, da kann passieren, was will. Da ist keine Angriffsfläche mehr. Da tut nichts mehr weh, da ist keine Verletzbarkeit mehr da. Also wir wollen unsere Verletzbarkeit schützen, indem wir einen Panzer umziehen. Der drückt dann an allen Ecken, aber wir sind sicher, jetzt kann uns nichts passieren. Ja, und dann verrostet der und da sterben wir an irgendeiner Vergiftung oder so. Weil das alles nicht funktioniert. Ja? Aber wenn man unverletzlich dadurch wird, dass da keine Anliegen mehr sind, was soll denn da passieren? Was denn? Geht ja gar nicht. Aber wir können natürlich nicht von A nach B einfach springen. Wir sind so verflochten eben, so eingebunden in unsere Beziehungen zur äußeren Welt und zu den Objekten der Welt, von denen wir leben. Das heißt, diese Beziehung gilt es zu verändern, abzuschichten. Ja, nicht zu sagen, okay, ab morgen sind keine mehr da, das wird ja nicht funktionieren. Es ist immer wieder derselbe Punkt, die Aufgabe ist innen zu lösen, nicht außen, nicht? Weil das Außen nur widerspiegelt das, was innen jetzt oder früher passiert ist. Nur draußen habe ich keinen Einfluss, marginal, weil es ist ja alles schon geschaffen, das ist ja doch alles schon erzeugt. Ich muss also an die Quelle der Erscheinungen gehen und das ist das, was der erwachte Herz nennt, also der Chitta nennt, diese Kräftekonstellation. Das ist auf der physischen Ebene einfach nichts zu machen. Ich habe mir Gedanken gemacht zu dem Absturz der German Wings Maschine. Und ich frage mich, ob es die Tat des Co-Piloten war, die die 149 Menschen zu Opfer gemacht hat. Zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
dass das, also ich könnte mir vorstellen, nach der Lehre Buddhas müsste es die Todesangst gewesen sein, die es so offen gemacht hat. Kannst du noch einen Satz dazu sagen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also, ich meine, das klingt jetzt vielleicht zynisch und ich weiß, in der Situation hätte ich auch Panik und Todesangst gehabt. Das steht außer Frage. Aber wenn man das rein von der Logik und von der Vernunft her betrachtet, die wussten, sie haben einen ganz geringen Zeitraum noch zu leben. Dann gibt es einen großen Knall und dann werden sie ins Jenseits katapultiert. Sie sparen sich also das qualvolle Sterben und sie hätten eigentlich die 8 Minuten, die letzte Zeit ihres Lebens, so angenehm wie möglich verbringen müssen. Rein von der Logik und der Vernunft her. Aber sehr wahrscheinlich haben sie diese Zeit eben nicht so verbracht, sondern Panik, Todesangst und haben dadurch alles andere außer Acht gelassen. Also diese Ich-Vorstellung hat sich so richtig zu einem richtigen Knoten verdichtet. Ja. Insofern war es nicht das, was man meinen sollte, die Tat des Gutpiloten, sondern es war eher dieses Gefühl, ausgeliefert sein, ich kann nichts machen, ich sterbe gleich, ja, ne, ja. Und diese Todesangst, also ich will es nochmal sagen, die, wo ich genau weiß, die hätte ich ganz genauso gehabt. Aber jetzt nur von Logik und Vernunft aus. Ja, ja, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ich kann das auch unterschreiben. Ich will unseren Adimutto von vorhin da nochmal zusetzen. Ja? Also der sitzt da auch, nehmen wir mal an, der kriegt mit, was passiert. Und der hätte null Todesangst. Ja? Was der nur sagen würde, ach wie schön, da bin ich endlich diesen Ballast los. Ich bin jetzt schon völlig frei, nur ich habe von früherem Wirken noch diesen Körper, den habe ich jetzt so und so viele Jahre mit mir rumgeschleppt, jetzt bin ich auch noch los. Also wäre in der sogenannten objektiv gleichen Lebenssituation an dem einen Punkt null Todesangst, weil da kein Verlangen mehr nach Leben ist. Nehmen wir mal an, da wäre nur gerade ein Pärchen nebendran gesessen, die nun nach Deutschland fliegen, um zu heiraten oder gerade ihre Flitterwochen oder irgendwas zu machen. Ich fantasiere jetzt mal, um Beispiele zu nennen. Ja, für die wäre das die schlimmste Situation natürlich gewesen. Warum? Sie haben sich ihr Leben vorgestellt, jetzt geht's erst los, wir beide zusammen und die nächsten 50 Jahre nur Himmel auf Erden und Geigen im Himmel oder wie man das so nennt. Für die wäre das Panik gewesen. Und das zeigt ja das, was ich vorhin an dieser einen Lehrrede versucht habe zu demonstrieren. Todesangst ist nicht an sich ein Phänomen, das mit lebenden Wesen verbunden ist, sondern abhängig davon ist, was innerlich in diesen Wesen vorgeht. Wenn sie stark am Leben hängen, ist die Todesangst stark. Wenn es ihnen egal ist, weil sie vielleicht sterbenskrank sind und wissen, ich habe ohnehin nur noch, weiß ich, 3 Monate oder so, dann kann die Angst nicht so stark sein, wie bei einem jungen Menschen, der das ganze Leben noch vor sich sieht und vor sich fühlt. Ja. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, gerade bei so konkreten Dingen, sonst wird man für verrückt erklärt. Wie kann man so, du sagst, zynisch und nüchtern damit umgehen? Ja, nee, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, rein von der Logik und der Vernunft. Ja. Es ist interessant, wir glauben, wir seien logisch und vernünftig. Nein, die Beispiele zeigen ja, dass es irrational ist. Ja? Dass unser Verhalten grundsätzlich irrational ist. Getrieben von diesen Kräften der Zuneigung oder der Abneigung. Aber was mir spontan schon auch kommt, ist ein junger Mensch oder überhaupt ein Mensch, der auch Lust auf Leben hat. Also nicht sagt, doch, es ist mir alles irgendwie egal, ich lasse alles los, sondern auch diese Kraft, irgendwie leben zu wollen, hat ja auch positive Implikationen. Also Tatkraft kommt nicht von Laschheit, ja, und irgendwie nichts wollen. Also gerade Tatkraft oder Wollen ist ja auch eine positive Energie. Also da sehe ich auch ein Paradox drin. Also wann lasse ich sozusagen los und wann stehe ich auch zu meiner Kraft und habe noch was vor? Also das ist ja auch Menschsein. Also ne, wenn ich mich zur Tatkraft bekenne, dann will ich ja auch noch was. Und bin ich an einem Punkt, wo ich denke, es mir gerade egal, ich gehe lieber in den Tod. Also da ist auch irgendwie was Paradoxes drin.
Ja, ist das angekommen, was ich... Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber wir müssen gucken, Tatkraft, mit welcher Motivation das verbunden genau, ist. Genau, nicht? Also dieser Pilot da, von dem du da gesprochen hast, der auch Tatkraft hat, gehört ja was dazu. Ja? Eine große Tatkraft. Nur war das aber verbunden mit einer Energie, die nun wirklich großes Leiden hervorgebracht hat, nicht das nur bei den Insassen, sondern auch bei dem ganzen Umfeld. Ja. Das war sozusagen weltweites Entsetzen, was damit verbunden ist. Ja? Und auch für ihn selber. Ja, natürlich. Das war eine Extremsituation und wir möchten gar nicht spekulieren, welche Folgen diese Tat hat. Wir möchten gar nicht darüber nachdenken. Ja? Aber das ist doch gerade der Unterschied. Richte ich meine Tatkraft dahin, um Leben mehr zu genießen, mehr heranzuraffen. Ich meine, wie viele tatkräftige Menschen gibt es, die statt 1 Million 2 Millionen auf dem Konto haben wollen oder 3? Das sind tatkräftige Menschen, aber wozu? Nicht? Nur dazu, dass sie am Ende ihres Lebens alle Millionen doch lassen müssen. Oder ob jemand Tatkraft erweist, wie dieser Atimuto, der gesagt hat, ich will in mir jede Form von Gier, Hass und Verblendung überwinden. Das braucht viel mehr Tatkraft, ja, als einen Wolkenkratzer zu bauen. Nur diese Tatkraft geht in eine andere Richtung. Das ist mehr eine abschichtende. Ja? Oder die Überwindung der Ich-Illusion. Leute, was da für eine Tatkraft dazugehört. Nicht? Ein Mut, diesen Dingen ins Auge zu gucken, sich der Realität zu stellen. Aber es führt in eine ganz andere Richtung. Tatkraft ist nicht ein Instrument an sich. Es wird zu einem Instrument für bestimmte Ziele. Für die unterschiedliche Ausrichtung, genau. Ja, letztendlich kommt es auch wirklich nur darauf an, ob ich weiß, wer ich wirklich bin. Nehme ich jetzt mal die Masse junger Menschen hier im Westen, die wissen halt nicht, wer sie wirklich sind. Das entwickelt sich vielleicht im Laufe des Lebens, je nachdem, wie sie karmisch belegt sind. Ja. Aber so, ich habe eine junge Tochter, 32 Jahre alt, die hat eine Clique und so, die sind jetzt fertig mit dem Studium, die wollen jetzt erstmal ohne jetzt Geld raffen zu wollen. Sie wollen einfach mal die Welt erobern, noch Kinder in die Welt setzen und so weiter und so fort. Ist ja nichts Negatives dran. Und Tatkraft ist da, halt in diese Richtung. Sie wissen halt nicht, dass die Welt, die sie so wahrnehmen, durch die 5 Sinne, dass das Illusion ist. Ja. Wir haben ja auch unsere Zeit gebraucht, bis wir uns auf den Weg gemacht haben. Ja, wir brauchen sie immer noch, ja, klar. Sondern es kommt drauf an, ja, die Tatkraft, wie sie gerichtet ist. Ja. Tatkraft ist nichts Negatives an sich, ja. Okay. Und der Buddha bezeichnet die Tatkraft als eine der 5 notwendigen Heilskräfte. Ohne Tatkraft weder ein Buddha-Brot morgens, es gibt kein Buddha-Brot am Tisch ohne Tatkraft. Noch irgendwelcher Fortschritt auf dem Weg, noch die Befreiung. Ohne Tatkraft, nein. Nur der Buddha paart Tatkraft mit Weisheit und anderen Dingen auch. So, und bei uns mangelt es an Weisheit und bei manchen Menschen mangelt es auch an Weisheit. Sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Aber das ist unsere Aufgabe. Das in eine richtige Beziehung zu bringen. Und ich weiß nicht, wie oft ich das hier schon gesagt habe. Ich sage es nochmal. Der Buddha charakterisiert seine Lehre als gegen den Strom gehend. Gegen den Strom gehend. Das kann man nicht oft genug sagen. Denn ich merke das ja, wenn ich solche Dinge sage, wie heute Abend auch. Da gibt es vieles, wo man so sagt, ja, selbstverständlich, weiß ich auch, ist doch so, weiß doch jeder. Und dann gibt es so manches, wo man sagt, ist das so, muss das wirklich so sein? Und dann gibt es auch Punkte, wenn ich die nenne, jetzt sollte er besser nicht weiterreden. Ja. Und das Gefühl sich so ein bisschen sträubt. Man sagt, nee, das passt mir jetzt aber nicht. Ja. Das ist so. Ich habe das an mir genauso erfahren, dass bestimmte Dinge, hätte ich gesagt, komm, lieber Buddha, wo soll ich das unterschreiben? Das unterschreibe ich sofort. Und bei anderen Dingen, gerade bei dieser Ich-Liste da, Ich-Illusion und so, habe ich gesagt, muss das sein? Bist du da wirklich sicher, dass das so ist? Ja, hast du dich da vielleicht nicht geirrt oder so? Das braucht seine Zeit. Aber ob eine Wahrheit uns fremd erscheint oder nicht fremd erscheint, hat mit dem Wahrheitsgehalt gar nichts zu tun. Alles, was uns fremd erscheint, kann trotzdem wahr sein.
Und das, was uns so vertraut und lieb ist, kann trotzdem falsch sein. Meistens ist es genau so. Also deshalb stört euch bitte nicht dran, wenn ihr aus der Lehre des Buddha Dinge hört, die gegen den Strich gehen. Wenn ihr immer nur sucht, wo werde ich bestätigt in dem, was ich immer schon denke. Ja, wo sagt der Buddha das, was ich meine? Ja, der Buddha nicht, wir sind derselben Meinung. Wenn das zu oft ist, dass man bestätigt wird in seinem Blödsinn, da ist was schiefgegangen. Der Buddha ist eine Korrektur. Und zwar eine so tiefgreifende Korrektur, dass der normale Mensch sich schüttelt, wenn er das hört. Einfach nur mal zur Kenntnis zu nehmen, dass es nicht verwunderlich ist, wenn sich das irgendwann mal reibt und wo man denkt, das passt mir nicht. Das ist der Punkt, wo wir arbeiten müssen. Ja, so jetzt muss ich gucken. Die Karin hat sich gemeldet. Also wenn ich jetzt nochmal auf das, was du jetzt auch gesagt hast, das ist ja wirklich etwas ist, die Tatkraft heißt ja nicht, dass man immer die gleichen Wege geht. Es ist ja gerade die Veränderung, in die man hineingeht, die macht ja auch Angst. Also ist der Weg ja eigentlich auch ein Weg der Angst, wenn man das so sieht. Wenn man in eine andere Richtung geht, in die Richtung, die in die Gleich-Ich-Losigkeit hineingeht, wissen wir ja nicht. Aber es ist nicht ein Weg, den man meint, gehen zu müssen. Ich denke mir aber, gerade weil ich das mit dem Flugzeug sagte, ne? Es ist ja so, dass da eine ganze Klasse gewesen ist, wo Kinder ausgewählt worden sind, die da mitfahren und andere nicht. Ne? Oder man hat ein ganz komisches Gefühl bei einer gewissen Sache. Und es ist, als ob man schon irgendwie eine Mitteilung bekommt, nur wir hören ja nicht so oft drauf. Aber da ist es doch. Also wenn man nach innen geht, denke ich, bekommt man viel, viel mehr mit von all dem, was da ist. Das ist dann nicht mehr so ausgesucht, sondern man bekommt mehr mit. Wenn man dann sich ein bisschen danach richtet, kann es sein, dass man nicht in solche Fallen läuft, in die man hineinkommen könnte, wie zum Beispiel im Absturz oder so. Ja. Einfach mal so gesagt. Ja, ist so, wie du sagst. Ja. Ich habe so ein Problem, wenn du sagst, die Angst und die Furcht kann auch eine Motivation, ich weiß nicht genau, wie du es jetzt gesagt hast, ich sag mal, auf den rechten Pfad zu gehen und den rechten Pfad zu gehen, was auch immer im Einzelnen für jeden gerade der rechte Pfad ist, also wo er steht, meine ich. Weil so aus meiner ganzen Erfahrung und pädagogischer Arbeit ist Angst und Furcht bei Kindern zum Beispiel nie ein guter Ratgeber, dass sie was Positives machen. Was du auch letztes Mal gesagt hast, zieht das eher zusammen. Also das Gegenteil von Freiheit. Also das hat mich so ein bisschen gestört, aber ich kriege noch nicht genau den Zusammenhang her, weil natürlich kann man aus Angst und Furcht, oh ja, dann mache ich lieber das alles, was der Bruder macht, meinen. Boah. Also, weil ich konnte immer dann Sachen akzeptieren am Buddhismus, wenn ich so gespürt habe, oh ja, was tut mir eigentlich besser? Also zum Beispiel bei der Wut, Umgang mit Wut. Oh ja, boah, das tut gut. Aber ich mache jetzt mal platt, ich mache mal ein Stück Kuchen fest. Das Stück Kuchen, das ist noch lecker. Also und da könnte mich die Furcht dahin zutreiben, das zu lassen. Aber das ist nicht eine Freiheit dann, wo ich es lasse. Was auch immer der Stück Kuchen ist. Also diesen Zusammenhang, der ist so. Ja. Ich glaube nicht, dass wir weit auseinander sind. Ja? Wenn ich von diesen positiven Aspekten gesprochen habe, ich glaube, ich habe von positiven Aspekten gesprochen von Angst, dann war das jetzt nicht ein Plädoyer, Angst zu erzeugen. Das ist ja genau der Ansatz, jedes Buddha zu überzeugen von dem Richtigen des Richtigen und von dem Guten des Guten. Ja? Wenn du überzeugt bist, dass etwas fantastisch ist, machst du es aus dieser Überzeugung heraus und nicht, weil dir einer sagt, und wenn du es nicht machst, kriegst du Schläge oder sowas. Aber trotzdem gibt es unterschiedliche Menschentypen. Die einen sind angezogen von dem Verlockenden und die anderen sind getrieben von dem weniger Verlockenden. Ja? Also der eine ist getrieben von dem Leitbild, ich möchte gesund sein, körperlich jetzt, nur mal körperlich. Möchte gesund sein. Also ernähre ich mich gesund, mache Sport, gehe oft raus, lass mich vom Arzt untersuchen. Und der andere erreicht dasselbe typmäßig, er hat Angst vor der Krankheit.
Ich will nicht krank werden, was muss ich tun? Das ist ein bisschen eine sozusagen Temperamentsfrage, ob man mehr angezogen wird, ja, von dem Heilsamen oder abgestoßen wird von dem Unheilsamen. Der eine hat Sehnsucht, in den Himmel zu kommen, ja, und der andere hat Angst, in die Hölle zu kommen. Je nachdem. Und der eine sagt, ich will ein lieber Mensch sein, weil ich es gern bin und gern mit anderen lieben Menschen zusammen bin. Der entwickelt sich aus dieser Motivation heraus zu einem angenehmen, lieben Menschen. Zu einem Deva, wenn es sein muss, nach dem Tod. Ja. Und andere haben Angst, ja, ins Gefängnis zu kommen, von der Polizei geknipst zu werden oder irgendwas Negatives. Nee, aber da würde ich was anderes sagen. Weil auch der, der Angst vor der Hölle hat oder vor was auch immer, den das treibt, das gibt was Verqueres in meinen Augen. Weil er ist vielleicht geleitet von alten Lehrsätzen, die er irgendwann übernommen hat oder was auch immer ihn dazu treibt, zu so einer Haltung zu kommen. Ich denke, da muss er, es wäre ein Weg für ihn, an diesen Lehrsätzen zu arbeiten, weil dann kommt er von einer freieren Haltung zu möglichen Sachen, die der Bruder auch mal. Weil wenn er getrieben ist, nur aus der Angst heraus vor Hölle oder weiß Gott, was die Hölle auch immer ist. Also ich habe so den, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich habe so den Eindruck, es gibt einen Irrweg. Oder es gibt einen verquerer Weg oder so. Nein, du betonst zu sehr. Ich habe ja nur von einem Aspekt gesprochen. Ja? Nehmen wir ein plattes Beispiel nochmal. Es gibt Menschen, die fahren 50 in der Stadt, weil sie denken, wenn man 50 in der Stadt fährt, überfährt man niemand, gefährdet niemand und gefährdet sich auch selbst nicht. Und die Stadt ist ruhiger. Und andere fahren 50, weil sie Angst haben, ein Knöllchen zu kriegen. Ist ja erst nur mal eine Beschreibung von Situation. Das sagt ja nicht, das eine ist gut oder schlecht. Ich beschreibe ja nur die Motivation, warum jemand was macht. Der eine tut das Richtige, weil er die Einsicht hat, das ist richtig. Und der andere tut etwas, weil er sonst befürchtet, die Nachbarn reden über mich. Natürlich ist das eine Situation der Unfreiheit, da hast du ja völlig recht. Aber diese Situation der Unfreiheit und der Angst gibt's. Und da habe ich nur gesagt, das wäre ein positiver Aspekt davon, dass das wenigstens ein Impulsgeber ist, das Richtige zu tun, daran zu arbeiten. Nicht, dass das das Beste ist. Das Beste ist immer, wenn man das Richtige als richtig einsieht und deshalb tut. Das ist sozusagen auch ein pädagogischer Ansatz, den ich für den Besten halte. Also wenn Kinder in der Klasse motiviert sind, lernen sie lieber, wenn ein Lehrer gut ist und sie begeistern kann, lernen sie lieber, als wenn sie Angst haben vor Prügeln oder sonst was. Deshalb habe ich das sozusagen als Nebenaspekt eingeführt, ohne das übermäßig gewichten zu wollen. Magnus, meinst du nicht mehr? Mich stört ein bisschen der Begriff Ich-Illusion. Mhm. Das war ein Volltreffer dann. Dann war der Abend ein Volltreffer. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann laufen die Dinge richtig. Das heißt, wenn ich denke, ich will mich von mir irgendwie entfernen und Buddha werden, dann fehlt mir irgendwie die Basis. Ich würde lieber von einer Ich-Will-Illusion sprechen. Aber die Ich-Illusion, weil ich brauche mein Ich für meine Gefühle. Ich kann ja nicht sagen, ich habe keine Gefühle. Oder? Eine Antwort kurz, weil das ein Thema ist für 3 Seminare, das ist uns klar. Es geht nicht darum, zu behaupten, es gäbe so etwas nicht wie ein Ich-Empfinden. Jeder von uns empfindet doch. Ich sitze hier, ich sehe euch, ihr seht mich, das ist doch ein natürliches Empfinden. Die Illusion, die dahinter steckt, oder die Illusion, die der Buddha behauptet, ist, da sei etwas an sich vorhanden. Sozusagen hat eine Eigenexistenz. Wenn der Buddha sagt, so wie Angst ein bedingtes Phänomen ist, so ist auch die Empfindung, ich bin, ich fühle, ich habe diese oder jene Gefühle, ich bin mit mir im Reinen, ich bin mit mir im Konflikt. Alles erlebbare Dinge, aber alles bedingte Phänomene. Darauf kommt es an.
Die Ich-Illusion will nicht die Ich-Erfahrung leugnen, sondern leugne die Behauptung, dass das etwas ist, was immer so bleibt und an sich existent ist. Das ist mein Kopfschmerz. Mein Bein tut weh, ja. Das ist mein Kopfschmerz. Ja, ja. Es leugnet keine Gefühle meine ich nicht. Ich meine die seelischen Gefühle. Das ist ja kein Unterschied. Du sagst, meine Trauer ist heute unermesslich. Ja? Richtig ist zu sagen, da ist Trauer. Das ist eine richtige Beschreibung. Und man kann auch sagen, warum Trauer ist, weil der Verlust dieses Menschen zu beklagen ist, deshalb ist Trauer. Richtig beschrieben. Aber ich bin traurig. Das ist doch mal eine Steigerung. Nicht ich habe Trauer, ich trage Trauer, sondern ich bin traurig. Ja, in den nächsten 10 Minuten bin ich vielleicht nicht mehr traurig, dann ist das Ich, das eben war, nicht mehr da. Ja, das sind die Konsequenzen, wenn man diesen Begriff aus dem Alltäglichen heraus, wo er richtig angewendet ist, ja, in diese Kategorie der Ich-Illusion hineinbringt und das dann durcheinander mengt. Ja, also wir haben sozusagen unterschiedliche Sachverhalte beschrieben mit demselben Wort. Ja. Du hast das Schlusswort. Ich denke, man kann was sehr Positives draus ziehen, was man heute gehört hat. Über die Angst, weil sie ist ja schon ein Begleiter. Also man weiß zwar, sie sollte nicht da sein, aber sie tritt, weil wir ja Menschen sind und Erfahrungen machen, doch immer wieder auf. Aber mit dem Wissen, was man heute gehört hat, kann man einfach dann sich sensibilisieren und genauer hinschauen, was man lernen kann aus der Angst und das wieder als Impuls nehmen, sich weiterzuentwickeln und zu praktizieren, zu meditieren und hat damit einen positiven Anstoß, obwohl die Angst erstmal ein unangenehmes Gefühl ist. Und das ist schon was, was einen weiterbringt, finde ich, wenn man das im Hinterkopf behält. Das war ein gutes Schlusswort. Fällt mir nichts mehr dazu ein. Das will was heißen.